Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Volksmusikfestival Aufhorchen in Poisdorf im Weinviertel. Seit 10 Jahren wandert die Volkskultur Niederösterreich mit diesem Festival durch Märkte und Städte in ganz Niederösterreich. Und wir haben uns für heuer vorgenommen, dieses Festival als Ausgangspunkt für eine kleine Reise durch die Volksmusik in Niederösterreich und zu den Volksmusikanten in die nördlichen Nachbarländer zu nehmen. Das war der Albert mit seinen Musikanten aus Dexing, die da den Auftakt gespielt haben. Und bevor wir uns da in der Wirtshausszene ein bisschen umschauen, da losen wir da noch ein bisschen zu. Da in einem schönen Winzerhof singen jetzt 8 Herren vom Männerchor Falkenstein ein schönes altes Hauerlied. Komm gerade um die Morgenstund, so steht der Hauer auf. Geht lustig über Berg und Tal, ist munter und wohl auf. Die Sonne sei Begleiterin. Von der Früh bis auf die Nacht. Wann sie aus Osten freundlich streut, he leid, dass is a Pracht. Wann sie aus Osten freundlich streut, he leid, dass is a Pracht. Die Haus an der Emsigs Volk, das muss a mir das Song. Sie orden schon lange Zeit, bis sie im Himmel schon. Dann gängen's gern zum Frühstücksbrot und machen einen kühlen Trunk. Vom Wasser raus der Bergesquellen, dabei bleibt man gern gesund. Vom Wasser raus der Bergesquellen, dabei bleibt man gern gesund. Aha. Von das ist ein Unterschied. Der Hauer hat oft gearbeitet, nur der Handwerksmann noch nicht. Gar manche wollt's sehen auch im Bett und träumt ihm was Gott was. Bis das die Sonne ins Gesicht scheint, bis das der Heuler bloß. Bis das die Sonne ins Gesicht scheint, bis das der Heuler bloß. Aufhorchen schaut aus einer alten in eine neue Zeit. Und in dieser neuen Zeit, da schauen wir auch gerne über unsere Grenzen zu unseren Nachbarn. Und deshalb spielt jetzt für uns die Gruppe Skalicjan aus der Stadt Skalica in der Slowakei. Und jetzt singen wir noch was. Da ist einmal ein Bauer gewesen, das will ich euch verzöhnen. Der Bauer, der will sterben, die Bäuerin, die will erben. Das will ich euch verzöhnen, das will ich euch verzöhnen.
der Bauer, der ist heilig storn. Mehr will ich nicht verzöhn, der, was sein Gott der Kirche gibt, wird euch sein Toter nicht geliebt. Mehr will ich nicht verzöhn, mehr will ich nicht verzöhn. Ja, das war das Frauenkompott hier aus der Gegend und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Schneebergregion. Der Frühling rückt herein ins kleine Steirerland, auf unseren Öppelflur, da blüht das Bedergstamm, wo seine Hütten steht, da Jorgesburg hingeht, wird der Moms Herzogurt, ja, dort fort, wo seine Hütten da Jorgesburg hingeht, wird der Mums Herzog wird, ja, und dort fort. Ho, da rei hoi, die o, du, rei, du, rei, du, rei, ups, ho, da rei hoi, die o, ho, da rei hoi, ho, da rei hoi, auf der Röhm, du Stindl, ihr Pimpum, er ist ein Jagabon, sie hat ihr Christi frei, wann sie ein Hirsel schreit. Der Buhr, der wird nicht lang, er stimmt gleich aus sein Gesang. Und lust an Joglerin noch sein Begehren. Der Bub, der wird nicht lang, er stimmt gleich aus sein Gesang. Und lust an Joglerin noch sein Begehren. Oh, da rei hoi dio. So da rei hoi ho, oh, da rei hoi ho, oh, da rei hoi ho, du li op, so da rei hoi dio, auf da Röhm, jetzt kommt die schwarz-graue Nacht, der Burg geht aus auf die Jagd. Er hängt sein Stutzel um und schleicht den Gamsberg rum. Er, der's kein Mensch nicht so, dass er den Gams tut, die Jung. Er streicht ins Quent hinaus, kommt der Matshaus. Er, der's kein Mensch nicht so, dass er den Gams tut, die Jung. Er steigt ins Welt hinaus, kommt der Wartshaus. Oh, da rei hoi dio. Die Schneebergburm, niederösterreichisches Urgestein, kann man so sagen. Seit 35 Jahren ziehen die Schneebergburm mit ihren Lieder durch die ganze Welt. Und klingen tut es schon ein bisschen so steirisch, weil die Sebastianhütten vor dem Sebastianwasserfall am Fuß vom Schneeberg, die ist nicht weit weg von der steirischen Grenze. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg ins flachere Niederösterreich, ins Mostviertel. Wenn man da vom Süden kommend die ersten Schritte ins Mostviertel setzt, dann kommt man beim Schloss Atzenbruck vorbei.
Da, wo Franz Schubert viele Sommer verbracht hat, ist heute der Hauptsitz der Volkskultur Niederösterreich. Die Frau Dolly Draxler ist da die Chefin. Und die Volkskultur Niederösterreich kümmert sich um Volksmusik und um Aufhorchen. Welchen Stellenwert, Frau Draxler, hat diese Organisation? Die Volkskultur Niederösterreich ist in der Kulturvermittlung tätig. Das heißt, wir schaffen Rahmenbedingungen, dass sich in diesen drei Bereichen, die wir hier betreuen, nämlich das niederösterreichische Museumswesen, die eigentliche Volkskultur und neuerdings auch das niederösterreichische Musikschulwesen, dass sich in diesen drei Bereichen kreative Entwicklungen bestmöglich entwickeln können. Aufhorchen ist ja nicht nur so ein Dreitagesfestival einmal im Jahr, sondern eigentlich eine landesweite Philosophie. Seit 1993 versuchen wir gemeinsam mit dem Club Niederösterreich dieses Projekt aufzubauen und zu etablieren, was wirklich gelungen ist. Mittlerweile kann man Aufhorchen aus der niederösterreichischen Kulturszene nicht mehr wegdenken. Die Intention des Festivals ist einfach, die Schönheit und das Wesen der Volksmusik zu zeigen, einmal sehr konzentriert und geballt zu diesem Wochenende. Man kann bei so einem Festival ja nicht einfach ein paar Musiker auf die Bühne stellen, da steckt ja ein riesiges Ausbildungskonzept dahinter. Wie viele Musikschüler gibt es da in ganz Niederösterreich? Wenn ich jetzt nur das Musikschulwesen hernehme, das ja institutionalisiert ist, dann haben wir in Niederösterreich 154 Schulen bzw. Schulverbände und da werden insgesamt derzeit 47.000 Schüler unterrichtet. Aufhorchen geht ja auch ganz bewusst über die Grenzen Niederösterreichs hinaus. Warum? Ich sehe das als eine Riesenbereicherung, wenn wir sozusagen unsere Nachbarn, die unmittelbaren Nachbarn einladen und auch bitten, hier mit dabei zu sein und sich zu präsentieren bzw. ihre Musik vorzustellen. Es gibt immer Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten, die zu suchen oder stärker herauszuarbeiten. Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Wir sehen uns noch einmal in Poelsdorf und ich muss jetzt schauen, dass ich zur Familie Zehetner nach St. Georg ins Ipsfeld komme. Draußen hat es zum Tröpfeln angefangen und ein wenig frisch ist geworden. Jetzt sind wir da einer übersiedelt in die schöne Stuben. Und bis die Instrumente zusammenpasst sind, frage ich da die Frau Zehetner, die Hausfrau neben mir, wie geht es denn da mit 12 Jahren Musik nebenher, ohne dass man selber mitspielt? Na ja, ich habe selber auch recht viel Freude an der Musik und höre ja gern zu. Und wenn ich in der Küche was arbeite, dann macht mir recht eine Freude, wenn ich da was hören kann und ich schaue, dass ich es unterstützen kann, was geht. Herr Zehetner, Sie sind ja nicht nur ein Mostviertler Bauer, sondern auch ein Musikschullehrer. Haben Sie Ihre Kinder alle selber ausgebildet? Nein, ich bin Vorbildferner gewesen
weil man mit dem Vater habe ich schon gern musiziert, jetzt mache ich es mit den Kindern wieder so. Das Instrument haben sie dann in der Musikschule gelernt, aber das gemeinsame Musizieren, das mache ich mit einer. Und was hören wir jetzt? An Bayerischen. Da sieht man, dass in der Volksmusik auch manchmal ein Platz für einen Quereinsteiger ist. Ich sage Dankeschön fürs Spülen und fürs Mitspülen lassen. Und ich leiche mir jetzt die Bassgänge aus und wir machen uns auf den Weg nach Norden. Und da sind wir jetzt gute 100 Kilometer über der österreichischen Grenze in der Nähe von Uherske Radiste auf der Burg Buchloff. Und da ist die Gruppe Radistan. Grüß euch. Und da schaue ich jetzt, ob ich mich mit der Bassgänge ein bisschen zubepassen kann. Mit dem Singen. Das geht sich für mich nicht mehr aus und die Bassgänge waren mir auch ein bisschen zu schnell. Das überlasse ich den Profis. Die Radistan singen jetzt ein Lied, das heißt ungefähr, lieber Gott, es ist nett, dass du auf unserer Seite bist. Wir kriegen von dir einen Wein und ein bisschen einen Schnaps und zum Schluss dürfen wir auf in den Himmel. Und das lassen wir die Profis spielen. Pojďme se aj napít, holbu piva, holbu vína, holbu páleného, ještě k tomu paní mámo něco smaženého. Da sind wir ja schon fast herum im Himmel. Aber wie man so hört, soll es da ja auch noch Frauen geben. Und wie das ausschauen könnte,
Das schauen wir uns da oben im Rittersaal an. Rechtzeitig sind wir jetzt wieder zurück in Poelsdorf zum großen Frühschoppen am Ende von dem Volksmusikfestival Aufhorchen. Und jetzt fangen die Leute gleich an zum Tanzen und da hören wir auf zum Arbeiten. Ich bitte jetzt die Dorli Draxler, die künstlerisch für dieses Aufhorchen-Festival verantwortlich war, auf einen flotten Marsch und ich sage auf Wiederschauen und Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte.